Kaiser Hadrian regierte von 117 bis 138 nach Christus. Hadrian war bekannt für seine vielschichtige Persönlichkeit, seine Vorliebe für die Poesie und die Künste im Allgemeinen und seine tiefe Bewunderung für die griechische Philosophie und Kultur. Hadrian war bekannt für seine öffentlichen Reden und einige Historiker halten ihn für einen der talentiertesten Männer der römischen Geschichte. Hadrian wurde am 24. Januar 76 nach Christus in Italica geboren, einer römischen Kolonie in Hispania Baetica, dem heutigen Andalusien in Spanien. Aus Hadrians Familie gingen mehrere Soldaten hervor, die berühmte militärische Karrieren machten. Auch Hadrians Vater war ein wichtiger Soldat und ermöglichte seinem Sohn eine gute Ausbildung. Als Hadrian jedoch erst 10 Jahre alt war, verstarb sein Vater. Einer römischen Tradition folgend, nach der beim Tod des Vaters ein männlicher Vormund ernannt werden musste, wurde der Cousin von Hadrians Vater für diese Aufgabe ausgewählt. Der Name des neuen Vormunds von Hadrian war Trajan, der später einer der wichtigsten römischen Kaiser wurde. Hadrian wurde in verschiedenen Fächern unterrichtet, die für junge Aristokraten der damaligen Zeit üblich waren. Er lernte so eifrig griechische Literatur, dass er den Spitznamen Kleiner Grieche erhielt. Kaum alt genug begleitete Hadrian Trajan auf seinen Feldzügen. Hadrians erste Jahre in der Armee waren unbedeutend, da der junge Mann es vorzog, ein Leben mit wenig Verantwortung zu führen und lieber auf die Jagd zu gehen oder andere Annehmlichkeiten des zivilen Lebens zu genießen. Während Hadrians zweiter Amtszeit als Tribun adoptierte der gebrechliche und alte Kaiser Nerva Trajan als seinen Erben. Als Nerva im Jahr 98 starb, eilte Hadrian herbei und überbrachte Trajan persönlich die Nachricht von seiner neuen Position als Kaiser. Damit gelang es Hadrian, Trajan noch näher an sich heranzuziehen, was sich für sein Leben als nützlich erweisen sollte. Trajan verbrachte die meiste Zeit seiner Herrschaft damit, in fremden Kriegen zu kämpfen. Daher spielte seine Frau Pompeia Plotina eine wichtige Rolle in der Verwaltung des Reiches. Plotina, die keine Kinder hatte, entwickelte eine Zuneigung zu Hadrian und behandelte ihn wie einen Teil der Familie. Um 114 nach Christus hatte Hadrian eine Schlüsselposition als Statthalter der wichtigen Militärprovinz Syrien inne. Es besteht kein Zweifel, dass Hadrian während der Herrschaft Trajans einen bedeutenden Status hatte. Dennoch gab es keine unmittelbaren Anzeichen dafür, dass er der kaiserliche Erbe werden könnte. Als Trajan im Jahr 117 starb, hinterließ er einen Brief, in dem er Hadrian zum nächsten Kaiser von Rom ernannte. Viele Senatoren waren dagegen, dass Hadrian diese Position behielt. Sie behaupteten, dass Trajans Witwe, Pompeia Plotina, den Brief gefälscht hatte, um sich selbst an der Macht zu halten und vielleicht durch Hadrian zu regieren. Die Senatoren waren auch dagegen, dass ein Mann mit einem ausländischen Akzent das Reich regierte, da Hadrian den Akzent seiner spanischen Heimat beibehielt. Hadrian wurde von Plotina gedrängt, die junge Vibia Sabina zu heiraten. Die Heirat fand aus rein politischen Gründen statt, da Sabina die Ehe von Anfang an nicht zu gefallen schien und Hadrian die Gesellschaft von Männern bevorzugte. Obwohl die Ehe der beiden nicht als Erfolg gewertet werden konnte, war seine Herrschaft nichts weniger als spektakulär. Als er die Macht übernahm, ordnete Hadrian sofort die Verteilung von Geld an das römische Volk an und garantierte allen Soldaten eine zusätzliche Prämie. Außerdem erließ er allen Personen, die sich Geld aus der kaiserlichen Schatzkammer geliehen hatten, die Schulden. Hadrian war auch der Meinung, dass es wichtig war, bescheiden zu sein. Wenn er zum Beispiel an militärischen Feldzügen teilnahm, aß er dasselbe Essen wie seine Soldaten, schlief in gemeinsamen Zelten und marschierte mit ihnen, anstatt zu Pferde zu reiten. Obwohl Hadrian ein begabter Dichter und Musiker war, zeigte er seine Talente nur selten in der Öffentlichkeit. Hadrian war auch einer der kreativsten Architekten, die je auf dieser Welt gelebt haben. Allerdings weigerte er sich, die Anerkennung für viele seiner Werke zu akzeptieren. Erst in den letzten Jahren haben Historiker herausgefunden, dass Hadrian für das Pantheon verantwortlich war, eines der wichtigsten Gebäude in der Entwicklung der Weltarchitektur. Hadrian war ein reiselustiger Mann, der die vielen Länder und Völker seines Reiches persönlich besuchen wollte. Diese weitreichenden Reisen begannen mit einem Besuch in Gallien im Jahr 121 und sollten 10 Jahre später bei seiner Rückkehr nach Rom im Jahr 131 nach Christus enden. Kein anderer Kaiser hat so viel von seinem eigenen Reich gesehen wie Hadrian. Vom äußersten Westen Spaniens bis zum äußersten Osten der türkischen Provinz Pontus, vom äußersten Norden Britanniens bis zum äußersten Süden der Wüste Sahara in Libyen. Hadrian sah von allem etwas.
Diese Reisen waren jedoch keine einfachen Rundreisen. Hadrian versuchte Informationen über die verschiedenen Probleme der Provinzen zu sammeln. Hadrians Bauprojekte sind vielleicht sein nachhaltigstes Vermächtnis. Er befahl den Bau einer langen Verteidigungsmauer in Britannia, um eine Invasion der Pikten von Norden her zu verhindern. Dieses Bauwerk ist der berühmte Hadrianswall im Norden Britanniens, von dem noch Teile erhalten sind. Hadrian gründete Städte, baute Denkmäler, verbesserte Straßen und stärkte die Infrastruktur der Provinzen auf der Balkanhalbinsel, in Ägypten, Kleinasien, Nordafrika und Griechenland. Hadrians Regierungszeit war durch das Ausbleiben größerer militärischer Konflikte gekennzeichnet. Um 121 wäre beinahe ein Krieg mit Parthien ausgebrochen. Doch die Bedrohung konnte abgewendet werden, als Hadrian Frieden aushandelte. In Judäa führten Hadrians antijüdische Verfolgungen zwischen 132 und 135 nach Christus zu einem großen jüdischen Aufstand. Die Niederschlagung des jüdischen Aufstandes führte dazu, dass Hadrian den Juden per Dekret verbot, in Palästina zu leben, dessen Namen in Syrien-Palästina geändert wurde. Jerusalem wurde zerstört und als heidnische Stadt wieder aufgebaut. Aus Hadrians Ehe mit Sabina gingen keine Kinder hervor. Im Alter von 60 Jahren war Hadrian bei schlechter Gesundheit. Da er wusste, dass der Tod nahe war, suchte Hadrian nach einem Erben. Er wählte Antoninus Pius, einen hochangesehenen Senator, unter der Bedingung, dass Antoninus, der ebenfalls kinderlos war, Hadrians vielversprechenden jungen Neffen, Marcus Aurelius, adoptieren würde. Letzterer sollte einer der bedeutendsten römischen Kaiser werden. Nach qualvollen Monaten starb Hadrian am 10. Juli 138 nach Christus, im Alter von 62 Jahren, an den Folgen einer Krankheit. Seine sterblichen Überreste wurden nach Rom überführt und in den Horti Domitiae in der Nähe seines fast fertiggestellten Mausoleums beigesetzt. Nach der Fertigstellung von Hadrians Grabmal in Rom im Jahr 139 wurde sein Leichnam eingeäschert und seine Asche neben der seiner Frau Vibia Sabina beigesetzt. So endete das Leben von Kaiser Hadrian, der von vielen seiner zeitgenössischen Untertanen bewundert wurde und ein wertvolles Vermächtnis in der römischen Geschichte hinterlassen hatte.